und über ein Land zu sprechen, das gute 5 Jahre im Mittelpunkt meines Lebens stand, beruflich wie privat. Falls ich das Gefühl habe, der Raum erreicht indische Temperatur, würde ich mit Ihrer Erlaubnis die Jacke ablegen. Noch halte ich durch. Wie Fortuna es so wollte, fielen die ersten 6 Monate mit dem wunderbaren German Festival in India zusammen. Außenminister Fischer kam zur Eröffnung Ende September 2000 nach Delhi, auf eigenen Wunsch übrigens über Jaipur. Geht das mal ein bisschen lauter, Herr Botschafter? Vor mir steht ein Mikrofon. Push. Ist jetzt besser? Nee, jetzt nicht. Ist jetzt besser? Und jetzt? Geht's? Also wenn ich am Genick starre hier, gehe, dann bitte ich um Nachsicht. Besser? Ja, jetzt besser? Wunderbar. Ich fange nochmal an. Also, zunächst einmal gesagt, ich freue mich, in Kiel zu sein, Hafenluft, Ostseeluft, und über ein Land zu sprechen, das gute 5 Jahre im Mittelpunkt meines Lebens stand. Beruflich wie privat, wie Fortuna es so wollte, fielen die ersten 6 Monate mit dem wunderbaren German Festival in India zusammen. Etwas Vergleichbares läuft zurzeit. Indien in Germany. Außenminister Fischer kam zur Eröffnung Ende September 2000 nach Delhi. Auf eigenen Wunsch übrigens, auf dem Umweg über Jaipur. Natürlich ritten wir auf prächtig geschmückten Elefanten zum Amberfort. Einige von Ihnen haben das sicherlich auch gemacht. Gegen alle Bedenken aus seiner Umgebung, wie wohl die deutschen Wähler solche Bilder kommentieren würden. Seine Antwort war ganz klar und seine Überzeugung blieb es: mehr Indien. Auf der ganzen Breite unserer Beziehung. Ich glaube, dass diese Leitmelodie meiner Botschaftsarbeit noch immer aktuell ist. Es gibt zahllose Gründe, sich mit Incredible India zu beschäftigen, fasziniert zu sein von diesem unauslotbaren Ozean greller und widersprüchlicher Bilder. Vergeben Sie mir, dass ich mich an ein Grundthema wage, das zu nüchternen Fakten und Zahlen zwingt und mich dabei an mein Skript klebe. Wie auch immer, der Stellenwert Indiens hat sich in unserem Jahrtausend grundlegend gebessert. Nicht nur aus deutscher und europäischer Sicht, sondern weltweit. Das verdankt es seinem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung. Es hat aber auch mit der Wahrnehmung Asiens als der für die globale Entwicklung wichtigsten Region und dem unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zu tun. Das nicht nur wegen der Rolle Indiens als Gegengewicht zu einer auftrumpfenden Supermacht. Wenn ein Sechstel der Menschheit in der größten Demokratie der Erde in seiner wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gegenüber der chinesischen Einparteiendiktatur hoffnungslos zurückbleibt, dann geht uns das alle an. Man muss darin nicht ein allgemeingültiges Urteil über das bessere Entwicklungsmodell sehen. Auch schien es mir gedankenlos und fatal, wirtschaftliches Wachstum zum Richter über den Wert der Demokratie zu machen. Doch selbst aus der Perspektive eines Wettbewerbs der Systeme, Indien hat ihn, ich zitiere aus dem Spiegel vom 20. August, gerade erst als Nachzügler begonnen, es hinkt in manchem Peking hinterher. Aber noch ist das Rennen offen. Ich setze auf den indischen Elefanten, sehe das Finale aber in so unbestimmbar weiter Ferne, dass meine statistische Lebenserwartung bei weitem nicht ausreichen dürfte, es zu erleben. Das Bild Indiens hat sich in der letzten Zeit gravierend eingetrübt. Jeder Zeitungsleser hat das mitbekommen. Einmal durch die Aufdeckung beispielloser Skandale, zum anderen durch den wirtschaftlichen Einbruch, der die Medien zu düstersten Prognosen veranlasst. Am 22. August, schwarzes Geld, lasen wir in der FAZ. Las ich in der FAZ, ich will nicht Reklame machen für diese Zeitung, die ich liebe. Las ich in der FAZ.
dass laut jüngstem Bericht des Comptroller und Auditor General of India, also obersten Rechnungsprüfer, dem Staat durch intransparente Zuteilung von Lizenzen für Kraftwerksblöcke ein Schaden von umgerechnet mindestens 26 Milliarden Euro entstanden sei. Der Minister für Telekommunikation musste Ende 2010 zurücktreten und landete im Gefängnis, nachdem der bisher teuerste Korruptionsskandal in der Geschichte des Landes aufgeflogen war. 2008 soll der Verkauf von Mobilfunklizenzen unter Wert an 9 private indische Unternehmen den Staat sage und schreibe 22 bis 30 Milliarden Euro gekostet haben. Im Januar 2012 hob der Supreme Court, das oberste Gericht Indiens, in Aufarbeitung dieses Korruptionsskandals insgesamt 122 Mobilfunklizenzen auf. Bei der Ausrichtung der Commonwealth Games, die so ein wenig Chinas Olympiade wiederholen sollten, die 2010 in Delhi aber alles andere als ein Zeugnis von Shining India boten, wurden angeblich 1,2 Milliarden Euro unterschlagen. Der oberste Organisator landete im April 2011 in Untersuchungshaft. Staatliche Restriktionen nach Aufdeckung großflächiger illegaler Machenschaften von Bergbaugesellschaften in Karnataka und Orissa ließen 2011 den Bergbausektor insgesamt um fast 3% schrumpfen. Der Parlament und Regierung durch Proteste der Zivilgesellschaft, Stichwort Anna Hazare, abgerungene Entwurf eines längst überfälligen Antikorruptionsgesetzes mit der Einsetzung eines Ombudsmannes blieb dennoch im Oberhaus stecken. Farewell to India, resümierte das Wochenmagazin The Economist Anfang Juni die jüngste wirtschaftliche Entwicklung. Ein Land im Dunkeln, so im August ein Leitartikel der FAZ schon wieder, aus Anlass von Pannen, die 680 Millionen Inder Ende Juli für bis zu 2 Tage ohne Strom ließen. 3.300 Millionen sind ohnehin nicht an das Stromnetz angeschlossen. Von India Shining zur Blackout Nation. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der ganze Subkontinent in Misswirtschaft versinke. Wenige Tage später, ein Schwellenland im Stillstand, lesen wir, dass 2 der 3 großen internationalen Ratingagenturen von einer Herabstufung der Bonität Indiens auf Ramschniveau waren. Die Regierung die Wachstumsprognose kräftig gesenkt hat und nichtamtliche Analysen lediglich mit 5,5% rechnen. Auf dem Weg zurück zum Hindu Rate of Growth der 80er Jahre. Das Wirtschaftsmagazin der Deutsch-Indischen Handelskammer berichtete in seiner letzten Ausgabe von sehr hochrangigen Äußerungen oberster Wirtschaftsberater, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium über die Undurchsetzbarkeit notwendiger Reformen oder eine Krise vergleichbar mit der von 1989, bei der Indien also haarscharf an der Zahlungsunfähigkeit vorbeischrammte. Diese Äußerungen wurden auf oberstes Grollen korrigiert, aber dennoch. Die AHK stellt dann allerdings klar, verneint die Frage, ob der ganze Boom nichts als heiße Luft gewesen sei. Nach der letzten von der Handelskammer durchgeführten Umfrage richten sich die deutschen Unternehmen in Indien auf schwierigere Geschäfte ein. Die Stimmung auf der letzten Jahrestagung im Juni in Düsseldorf war weit verhaltener, als ich es in den letzten 12 Jahren erlebt habe. Das sind alles keine schönen Nachrichten. Dieses Bild kann auch nicht die Ankündigung des indischen Ministerpräsidenten in seiner Rede zum diesjährigen Unabhängigkeitstag aufhellen. Nach der Mondmission vor 4 Jahren werde nun Ende 2013 eine unbemannte Sonde zum Mars geschickt. So fachkundig und integer, der in einem Monat 80-jährige Manmohan Singh auch ist, und so viele Hoffnungen man auf die jetzt erfolgte Wiederberufung von Chidambaram zum Finanzminister auch setzen kann, ich kenne ihn aus meiner Zeit, viel Staat ist mit dieser Regierungskoalition nicht zu machen. Sie ist aus den Unterhauswahlen im Frühjahr 2009 hervorgegangen. Ein Bündnis aus 7 Parteien und weiteren 5 Abgeordneten von Kleinstparteien unter Führung der Kongresspartei.
Es verfügt zwar über 80 Abgeordnete mehr als in der vorausgegangenen Legislaturperiode, hat aber auch jetzt lediglich 262 von 545 Sitzen und findet folglich Mehrheiten nur mit der Unterstützung anderer Parteien. Ein Regierungswechsel vor den nächsten Wahlen in 2014 ist angesichts der ebenso schwachen Opposition kaum zu erwarten. Das Ergebnis ist jedenfalls weitestgehender Stillstand. Gewinner der jüngsten 5 Regionalwahlen, darunter in Uttar Pradesh mit fast 200 Millionen Einwohnern, waren in erster Linie Regionalparteien, eine aus dem Blickwinkel politischer Stabilität beunruhigende Entwicklung. Die abnehmende Bedeutung nationaler Parteien und der wachsende Einfluss regionaler Gruppierungen machen das Regieren immer schwerer. Und dennoch, Indien ist eine Großmacht, nicht nur regional, das bestreitet niemand, meinetwegen angesichts der Armut des Landes eine barfüßige Großmacht, so der Titel eines 2007 erschienenen Sonderhefts von Le Monde Diplomatique. Zu Beginn dieses Jahrhunderts schien noch das Bon mot zu passen, Indien wäre auch im 21. Jahrhundert das Land mit dem weltweit größten, weil ungenutzten, Potenzial bleiben. Einige Jahre später wurde weltweit die Großmacht Indien ausgerufen. Heute liegen enttäuschte Analysen und Kommentare im Trend. Ich meine, man sollte die kräftige Abschwächung des Wachstums und den politischen Stillstand überbewerten. Vor allem keine grundsätzlichen Abgesänge daran knüpfen. Der indische Elefant hat zu traben begonnen. Ich sehe ihn weiterhin auf dem Weg in die Spitzenliga der Nation, auch wenn er zurzeit lahmt, der Titel meines Vortrages. Sein Aufstieg angesichts der Vergangenheit des Subkontinents, wäre es richtiger vom Wiederaufstieg zu sprechen, ist kein Spaziergang, eher eine Himalaya-Expedition höchster Schwierigkeitsstufe. Ich kenne kein Land, das mit so vielen existenziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. Das beginnt mit der Wahrung des Friedens nach außen. Die gefährlichsten internationalen Konfliktzonen liegen in Asien. Stichworte Mittlerer Osten, Persischer Golf, Afghanistan, indischer Subkontinent, Taiwan, koreanische Halbinsel. Indien ist Partner und Konkurrent der immer deutlicher hegemonial auftrumpfenden Weltmacht China. Nachbar von 5 weiteren Staaten in prekärer und im Fall von Pakistan fast hoffnungsloser Verfassung. Umgeben vom Indischen Ozean mit seiner überragenden Bedeutung für die Welthandelsströme und Brennpunkt globalen Machtgerangels. Als regionaler Stabilitätsanker hat Indien entscheidendes Gewicht gewonnen. Es wird von den USA und Russland nicht zuletzt als Gegengewicht zu China umworben, auch wenn es sich nicht als Teil einer neuen Containment-Strategie instrumentieren lassen will. Erfolgreich betreibt es eine sein Wirtschaftswachstum und das hierfür unerlässliche friedliche Umfeld absichernde Außenpolitik. Konzentriert sich dabei sowohl auf die Nachbarstaaten und die Region als auch auf die Global Players. Ohne Beschädigung der traditionell engen Verbindungen zur dritten Welt hat es verstanden, sich im Kreis der Großmächte zu etablieren. Ein unerlässlicher Partner bei der Lösung regionaler und globaler Probleme. Gut positionierter Aspirant auf einen ständigen Sitz im VN-Sicherheitsrat. Die potenziell brisantesten Konflikte, ungeklärte Grenzfragen mit China und der Streit um Kaschmir, sind weiterhin ungelöst, konnten aber im Interesse wirtschaftsorientierter Zusammenarbeit ausgeklammert werden. Dennoch sieht sich die indische Regierung mit Blick auf die früheren Kriegsgegner Pakistan und vor allem China genötigt, kräftig aufzurüsten. Die auf Betreiben der USA hoffähig gewordene de facto Nuklearmacht testete im April diesen Jahres erfolgreich eine Interkontinentalrakete, dürfte an die 80 atomare Sprengköpfe besitzen, verfügt über die zahlenmäßig drittgrößte Armee weltweit und ist im Zuge forcierter Modernisierung ihrer Ausrüstung zurzeit der bedeutendste Importeur von Militärgütern. Das kostet viel Geld, vor allem Devisen. Ausgaben für die Verteidigung des Landes sind der größte Einzelposten im indischen Haushalt, gefolgt vom Schuldendienst.
Im Budget 2011, 2012 sind das etwa 26,5 Milliarden Euro. Davon 11,2 für die Anschaffung von neuem Geld. Das ist wenig im Vergleich zu den 78 Milliarden Euro, die China jährlich für seine Rüstung ausgibt. Aber es sichert aus der Sicht der indischen Regierung gegen alle denkbaren Bedrohungen. Wahrhaft existenzielle Herausforderung stellt aber auch die Wahrnehmung des Friedens nach innen. Die staatliche Einheit erscheint auch 65 Jahre nach Staatsgründung keineswegs selbstverständlich. Je mehr man den Subkontinent bereist, umso größer wird das Staunen darüber, dass und was diese Union mit ihren 28 Staaten überhaupt zusammenhält. Nach Größe des Landes, ethnischer, kultureller, sprachlicher, geschichtlicher Heterogenität ist sie allenfalls mit einem um Russland und den Mittleren Osten erweiterten Europäischen Union vergleichbar. So flexibel sich die indischen Regierungen auf dem schwierigen Pfad zwischen Zentralismus und Dezentralisierung bewegt haben, trotz einer Politik der offenen Hand der Kongressregierung, der weiterschwelende separatistische Terror im Nordosten zeigt, dass die staatliche Einheit noch immer keineswegs ein rein theoretisches Problem ist. Die demokratische föderale Verfassung erscheint auf den ersten Blick absolut bestandsfest. Ich sehe nicht, wie ein so heterogenes Gebilde anders überhaupt überleben könnte. Der ständig wachsende Pluralismus in der Parteienlandschaft scheint da Ventil und Garant zugleich. So unantastbar die geschriebene Verfassung auch schon mangels dafür erforderlicher parlamentarischer Mehrheiten und der traditionell nahtlosen politischen Abstinenz des Militärs erscheint, so berechtigt sind kritische Blicke auf die Verfassungswirklichkeit. Die Willensbildung innerhalb der Parteien zum Beispiel, die Einhaltung der Gebote des Rechtsstaats, Klientelwesen und Korruption. Um nur auf letztere einzugehen, ich erinnere mich an eine vom Verteidigungsministerium organisierte Veranstaltung, Karyapa Lecture, bei der einer der prominentesten Experten über Sicherheit sprach. Erst die klassischen Themen abhakte, dann aber die Korruption als das größte Sicherheitsproblem Indiens bezeichnete. In der Tat, wenn das Land dieser endemischen Plage nicht Herr wird, dann könnte sie schließlich das gesamte System unterminieren und die demokratische Verfasstheit zur Fassade reduzieren. Alle Regierungen von Delhi bis Patna sagen der Korruption seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man fast sagen, öffentlich den Kampf an. Es gibt gewisse Fortschritte, so das Right of Information Bill, die IT-gestützte, dem Antragsteller einsichtige Behandlung seiner Anträge in städtischen Verwaltungen, das Aufbegehren in der Zivilgesellschaft weckt Hoffnung, aber die wirkliche Heilung liegt noch in weiter Ferne. Im internationalen Korruptionswahrnehmungsprozess von Transparency International liegt Indien von 182 Ländern auf Rang 95. Die sicherlich größte und schwierigste Herausforderung ist die Wahrung des sozialen Friedens. Das Thema ist ja auch aus unserer Gesellschaft durchaus vertraut. Doch es stellt sich in Indien in ganz anderer Breite und Schärfe. So im Zusammenleben der verschiedenen Religionen, vor allem aber nicht zwischen Hindus und Moslems. Welch mörderische Sprengkraft ein radikaler Hindu-Nationalismus entfalten kann, gehört mit den Pogromen in Gujarat zu den erschütterndsten Erfahrungen in meiner Amtszeit. An zweiter Stelle war es das Erdbeben in Gujarat ein Jahr zuvor. Wie Ausschreitungen gegen Christen in Orissa und im Nordosten zeigen, ist die Gefahr nicht gebannt, wenn auch der säkulare Staat zurzeit unantastbar erscheint. Und da ist immer noch die überkommene Schichtung nach Herkunft, sprich die gesellschaftliche Diskriminierung der sogenannten Scheduled Castes and Tribes. Dies trotz Verfassungsverbots und Jahrzehnten positiver Diskriminierung, so durch
Reservierung von Parlamentssitzen, Arbeitsplätzen in der öffentlichen Verwaltung, Studienplätzen, kostenlosen Schulbesuch, Geldzuwendung. Und dieses Problem besteht weiter trotz der Erosionskraft der Moderne, der Verstädterung und der Gesetzlichkeiten wirtschaftlichen Aufschwungs. Vor allem aber bedarf es zur Wahrung des sozialen Friedens sichtbarer Erfolge in der Armutsbekämpfung und damit wirtschaftlichen Wachstums. In welcher Schärfe sich diese Aufgabe stellt, zeigt die neomaoistische sozialrevolutionäre Bewegung der Naxaliten. Auch die gibt es schon sehr lange, die inzwischen in einem Drittel der Union aktiv ist und deren Terror jedes Jahr Hunderte von Todesopfern fordert. Gegen den Anschein absoluter Armutszahlen, Indien hat Beachtliches geleistet, vor allem im Zuge des in den 90er Jahren einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungs. Welche Anstrengungen es bedurft und immer noch bedarf, muss man an dem starken Bevölkerungszuwachs messen. Die indische Bevölkerung hat sich seit Staatsgründung mehr als verdreifacht. Von heute 1,23 Milliarden wird sie bis Mitte des Jahrhunderts auf 1,5 Milliarden anwachsen. Indien dann vor China, eine Folge von dessen Ein-Kind-Politik, das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Die alternden Gesellschaften in einem Großteil der sogenannten ersten Welt, aber auch die Bedeutung von Wissen und Innovation, haben die positiven Seiten des indischen Bevölkerungswachstums unter dem Stichwort Humankapital ganz in den Vordergrund gerückt. Größe, Wachstum und Jugendgleichheit der Bevölkerung Indiens sind in den langfristigen Prognosen seiner wirtschaftlichen Entwicklung ein ganz entscheidendes Element. In 15 Jahren werden die Europäer ein Durchschnittsalter von 45 Jahren haben, die Chinesen von 37, die Inder von 29. In den nächsten 5 Jahren wächst die Zahl der Menschen in arbeitsfähigem Alter in Indien um 71 Millionen, ein Viertel des weltweiten Zuwachses. Die negativen Seiten werden gern übersehen. Überbevölkerung, Erschöpfung der Ressourcen, Belastung der Umwelt, stagnierendes oder fallendes Pro-Kopf-Einkommen, nicht zu bewältigende Beschäftigungsprobleme und so weiter. So müssen in Indien pro Jahr etwa 14 Millionen neue Arbeitsplätze gewonnen werden, um die Arbeitslosigkeit auch nur konstant zu halten. Etwa 60% des Bevölkerungswachstums wird sich überdies in 4 bevölkerungsreichen, aber armen Nordstaaten vollziehen, deren Fertilitätsrate weit über dem Durchschnitt liegt, deren Infrastruktur und Regierungsqualität aber viel zu wünschen übrig lässt. Dazu gehört auch Rajasthan mit 3,2. Armut ist in Indien allgegenwärtig. Die Ärmsten der Armen habe ich nicht in den Slums gesehen, sondern unter den gewaltigen Wasserzuleitungen nach Mumbai, unter den Bögen und Brücken der Bahngeleise, auf den Grünflächen am Rande und in Neu-Delhi. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 1270 US-Dollar und enormen Defiziten in der sozialen Infrastruktur bleibt Indien weiterhin ein Entwicklungsland. Rund 30%, das heißt etwa 360 Millionen Menschen, leben unterhalb der Armutsgrenze von einem US-Dollar pro Tag. 68% stehen weniger als 2 Dollar zur Verfügung. Die Weltbank gibt in ihrem Country Overview vom September 2011 einige Kernzahlen. Die Kindersterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten beträgt 57. 46% der Kinder unter 5 Jahren sind untergewichtig. 27% der männlichen Bevölkerung ab 15 Jahren und 52% der weiblichen können weder lesen noch schreiben. Nur eine Minderheit hat Zugang zu sanitären Anlagen. Auf dem Human Development Index der UNDP rangierte das Land 2011 auf Platz 134 unter 187 erfassten Staaten. Die Erläuterungen zeigen den Fortschritt Indiens.
bei einigen Indikatoren. So stieg die Lebenserwartung bei Geburt von 55 auf über 65 Jahre. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich fast vervierfacht. Nur etwa 10% der indischen Beschäftigten, einschließlich der Staatsbediensteten, stehen in einem vertraglich geregelten Arbeitsverhältnis, sind damit versichert und haben Anspruch auf Sozialleistungen. Bayern hat mehr Altenpflegeeinrichtungen als ganz Indien. Vor allem in den etwa 600.000 Dörfern, in denen fast 3/4 der indischen Bevölkerung haust, bietet die Großfamilie eine schützende Alternative. Doch ein Drittel fast der Bevölkerung lebt inzwischen in Städten, davon 35 Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern. Hier vor allem zerbröseln die über traditionellen Sicherungssysteme an der Modernisierung im umfassenden Sinn. Flächendeckende Armut zeigt sich vor allem auf dem Land. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt ist seit dem Jahr 2000 von 23% auf unter 14% gesunken, beschäftigt aber noch immer 52% der arbeitenden Bevölkerung. Zum Vergleich, im Dienstleistungssektor erwirtschaftet 30% der Bevölkerung 59% des BIP, ich nenne Bruttoinlandsprodukt. 60% der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind nach Angaben der Welternährungsorganisation von Bodenerosion und Desertifikation betroffen. Jährlich Tausende von Selbstmorden von Farmern waren 2004 ein ganz entscheidendes Argument gegen die damalige Regierung. Die siegreiche kongressgeführte Regierung hat die ländliche Entwicklung zu einem Schwerpunkt ihres Programms gemacht. Mit gewissem Erfolg. Ein deutlicher Anstieg der Konsumausgaben in den ländlichen Gebieten weist auf eine tatsächliche Verbesserung des Lebensstandards hin, plus 64% in der Periode 2004-2005 bis 2009-2010. Zum Teil ein Erfolg eines Garantieprogramms, das jedem erwachsenen Mitglied eines ländlichen Haushalts für 100 Tage bezahlte Beschäftigung garantiert, unter der Bedingung allerdings, dass er zu unqualifizierter körperlicher Arbeit bereit ist. Von einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensverhältnisse kann aber nicht die Rede sein. Die indische Regierung will durch schnelles wirtschaftliches Wachstum der Armut Herr werden oder die Mittel erhalten, um dies zu tun. Inclusive Growth ist das Schlüsselwort ihrer Politik. Wir würden es vielleicht mit verteilungsgerechtem Wachstum umschreiben. Angesichts der Kommentare, die ich vorhin zitiert habe, möchte ich nun die Frage behandeln, ob das Land in eine Wirtschaftskrise schlittert, die ihm eine solche Politik unmöglich macht. Gemessen am BIP rangiert Indien inzwischen weltweit an 10. Stelle, Kaufkraft bereinigt an 3. Bei dem angestrebten jährlichen Wachstum von real 8-10% könnte es schon 15 Jahre nach den USA und China an 3. Stelle stehen und sein Pro-Kopf-Einkommen verdoppelt haben. Es gilt als der Zukunftsmarkt schlechthin, ein gigantischer Binnenmarkt mit gewaltigem Nachholbedarf. Die oft beschworene Indian Middle Class, die über das Lebensnotwendige hinaus konsumieren und sparen kann, zählt heute etwa 160 Millionen Menschen mehr als Deutschland und Frankreich zusammen, aber nur 13% der indischen Gesamtbevölkerung. Nach Schätzungen wird sie bis 2016 auf vielleicht über 250 Millionen ansteigen, ein Fünftel der Bevölkerung. Was ist los in der Wirtschaft? Eine Schuldenkrise, die der europäischen Situation vergleichbar wäre, kennt Indien nicht. Die Staatsverschuldung, Zentralstaat, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung belief sich nach Angaben des
Internationalen Währungsfonds 2010 auf 69% des Inlandsprodukts. Ein kräftiger Rückgang gegenüber der Höchstmarke von 84% in 2003. Für dieses Jahr wird sie auf etwa 67% geschätzt. Die Verschuldung des Zentralstaates allein liegt bei relativ bescheidenen 51,6%. Mit gewisser Besorgnis hat die indische Zentralbank registriert, dass die private und öffentliche Auslandsverschuldung sich in den letzten 9 Monaten des Vorjahres von 3.306 Milliarden auf 335 Milliarden US-Dollar erhöhte und nur noch 89% der vorhandenen Devisenreserven deckt. Erinnerungen, letzte betragen jetzt 298 Milliarden US-Dollar. Die Situation dürfte sich also kaum verändert haben. Das Bankensystem ist weiterhin wenig tangiert. Erinnerungen an 1989 erweckt allerdings, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten inzwischen wohl schon auf 50% der Devisenreserven geklettert sind. Zentral wie Gliedstaaten kämpfen seit jeher gegen ihre Defiziten Haushalte. Für den Zentralstaat endete das Finanzjahr 2010-2011 mit einem Defizit von 5,7%, veranschlagbaren 4,6%. Im April soll in seinem seit April laufenden Haushalt soll es auf 5,1% gesenkt werden. Auf den Schuldendienst entfällt fast ein Viertel, ich habe es schon erwähnt. Von knapp 226 Milliarden Euro veranschlagte Ausgaben. 226 Milliarden Euro für 1,2 Milliarden Menschen. Unser Bundeshaushalt 306 Milliarden. Die Cassandra-Rufe knüpfen vor allem an die kräftige Abschwächung des Wachstums des BIP. Ausgerechnet in 2008, dem letzten Jahr, dem Jahr der ersten erfolgreichen Mondmission, trafen auch Indien die Schockwellen der in den USA ausgelösten weltweiten Finanzkrise. Das Wachstum des realen BIP sank auf rund 6,2% ab, dies nach 5 Jahren kontinuierlicher Aufwärtsbewegung von 4,5 auf fast 10%. Dennoch schien Indien die globale Krise besser zu überstehen als andere. Seine Volkswirtschaft ist weit weniger vom Export abhängig als die der übrigen asiatischen Staaten. Sinkende Auslandsnachfrage schlägt zwar auf sein Wachstum durch, aber es wird im Wesentlichen durch den Binnenkonsum getragen. Die von der Zentralregierung damals beschlossene Anhebung der Gehälter öffentlicher Angestellter um über 20%, viel kritisiert damals, erwies sich nachträglich als ein gutes Rezept. 2009 machte das reale Wachstum etwas daran gut, 2010 schoss es mit über 10% zum ersten Mal in den zweistelligen Bereich und überbot sogar China. Ein die im Frühjahr wieder gewählte UPR-Regierung, United Progress Alliance, Kongress geführt, und das ganze Land wahrhaft berauschendes Ergebnis. Umso größer ist der Katzenjammer, nachdem das Wachstum im Folgejahr wieder auf etwa 7% und im ersten Quartal 2012 sogar auf 5,3% absank. Neuere Zahlen habe ich nicht. Ihre Dramatik gewinnt diese Zahl erst vor dem Hintergrund der Armut Indiens. Um bei ihrer Überwindung weitere Fortschritte zu machen und so die aus ihr erwachsenen sozialen Spannungen abzufedern, braucht das Land ein Wachstum von über 6%. Nicht zuletzt angesichts des Bevölkerungszuwachses. Trotz vieler Fortschritte sind die Defizite in Kerngebieten öffentlicher Versorgung und der für die Produktivität des Landes unerlässlichen Infrastruktur, Elektrizität, Wasser, Erziehung, Gesundheitswesen, Transport, Straßen, sanitäre Anlagen, Müllentsorgung und so fort gigantisch. Auch hat der seit Anfang der 90er Jahre in Gang gebrachte wirtschaftliche Aufschwung die Ungleichheiten zwischen Stadt und Land, zwischen den Einzelstaaten, in der Einkommensentwicklung der einzelnen Beschäftigungsgruppen verschärft. Zugleich steigen die Ansprüche der oben erwähnten, im Rhythmus des Aufschwungs wachsenden Mittelklasse.
Zur Abschwächung des Wachstums sind andere Warnsignale getreten. Die kurzfristige Verschuldung habe ich schon genannt. Die Inflation hat sich laut IWF, Internationalen Währungsfonds, 2009 und 2010 im zweistelligen Bereich bewegt. Für April 2012 bezifferte die Reserve Bank of India, die Zentralbank, den Anstieg des Verbraucherpreisindexes auf über 10,4%. Hinweis auf einen kaum lösbaren Zielkonflikt zwischen Wachstum und Preisstabilität. Das Handelsvolumen vervierfachte sich in den letzten 5 Jahren von 195 auf 782 Milliarden US-Dollar. Die Exporte machen 303 Milliarden aus, die Importe fast 489 Milliarden. Das Defizit stieg damit von 28 auf über 175 Milliarden US-Dollar. Vor allem als eine Folge verteuerter Energieimporte, einer starken Nachfrage nach Kapitalgütern, kein ungewöhnliches Bild für Schwellenländer, die investieren müssen. Zumal sich die indischen Exportgüter in Richtung höherer Technologieanteil wandeln. Das Defizit wird zu einem guten Teil durch wachsende Überschüsse im Dienstleistungsbereich kompensiert. Die Weltbank rechnet deshalb für 2011-2012 mit einem Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar, 3% des BIP. Dem dürfte ein fast so hohes Plus in der Kapitalbilanz gegenüberstehen, da die indische Diaspora fast 64 Milliarden US-Dollar überwiegt. Sorge bereitet, dass die dringend benötigten ausländischen Direktinvestitionen sich nur knapp von ihrem Tief in 2010 erholt haben. Sie fielen damals um 32% auf knapp über 20 Milliarden US-Dollar immer. Der Abschwung in 2011 erklärt sich rechnerisch aus eine Abschwächung des Wachstums der industriellen Produktion und die Normalisierung des Wachstums im landwirtschaftlichen Sektor auf die traditionellen 2,5% nach 7% im Vorjahr. Der Dienstleistungssektor wuchs dagegen um fast 10%. Das Paradepferd der indischen Entwicklung, der IT-Bereich mit Business Knowledge und Knowledge-Driven Process Outsourcing, erwirtschaftete 2011 allein etwa 6,4% des BIP. Und 26% der gesamten indischen Exporte, Waren und Dienstleistungen zusammengenommen, beschäftigte aber nur 2,5 Millionen Menschen. Dies bei einer Arbeitnehmerschaft von über 400 Millionen. Beschäftigungspolitisch war und ist der Slogan China ist die Fabrik der Welt, Indien ihr Büro, also mehr Slogan als seriöse Prognose. Wie wird es weitergehen? Ein Abschwung auf 5,3% haben wir schon Ende 2008 gesehen. Die Delle war, wie erwähnt, bald ausgebügelt. Für das gesamte Jahr 2012 erwartet der IWF real 6,8%, die Weltbank 7 bis 7,5%, die Regierung in ihren Haushaltsplanungen 7,6%. Im Weltmaßstab erfreulich. Doch, so die Weltbank, the downside risks to growth are high. Alle Planungen und Schätzungen stehen unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu neuen externen Schockwellen kommt, so etwa durch eine erneute globale Finanzkrise, eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation bei uns in Europa, dem wichtigsten Handelspartner Indiens oder dem Kriegsszenario vielleicht, explodierender Ölpreise. Die indische Wirtschaft hängt in starkem Maße von dem ab, was Regierung und Gesetzgeber tun können und wollen. An der Spitze der indischen Regierung, um nur den Premierminister, den Finanzminister und den Leiter der Planungskommission zu nennen, ist in beispiellosem Maße wirtschaftlicher Sachverstand konzentriert. Das Land hat seine eigenen Schwächen bis in alle Winkel selbst analysiert, Indiens Planning Commission die Marschrichtung vorgegeben. Pläne in Politik umzusetzen scheint in Indien jedoch besonders schwierig. Verlangt die
Forderung eines Wirtschaftswachstums im Gleichschritt mit der sozialen Entwicklung nicht schon konzeptuell fast unmöglich ist von einem Schwellenland. Die Zentralregierung wie Einzelstaaten bleiben jedenfalls regelmäßig hinter Plänen und Versprechungen zurück. Und dies nicht nur deshalb, weil Steuereinnahmen und Verschuldung nicht genug Spielraum für Investitionen lassen. Viele der von allen Seiten angebotenen Rezepte sind ideologisch umstritten oder politisch schmerzhaft, zum Beispiel weitere Privatisierung, Deregulierung, Subventionsabbau, Lockerung des Arbeitsrechts, Steuerreform. Zu ideologischen Widerständen gegen eine pragmatische Politik tritt die Bremskraft gut organisierter Gruppeninteressen. Eine korrupte Verwaltung geht Hand in Hand mit einer korrumpierenden Gesellschaft. Die Einzelstaaten haben ihre eigenen politischen Zwänge und Überlegungen. Nach den Rahmenbedingungen für Geschäftstätigkeit rangiert Indien im letzten Standortvergleich Ease of Doing Business der Weltbanktochter International Finance Corporation von 2011 unter 183 Ländern auf Platz 134. China an 78. Stelle, Deutschland an 22. Vor allem aber hemmen Engpässe in der Infrastruktur. Sie kosten das Land nach Schätzungen schon heute jährlich 2% Wachstum. Die 2004 angetretene Regierung hat die UPA-Regierung und ihre Nachfolgerin hat die geplanten Ausgaben kräftig erhöht. 2003 betrugen sie lediglich 21 Milliarden US-Dollar, das habe ich selber noch damals eruiert, 3,5% des BIP, der niedrigste Stand seit 33 Jahren. China damals 150 Milliarden, 10,6% des BIP. Der 11. Fünfjahresplan 2007 bis 2012 projektierte Infrastrukturausgaben in Höhe von insgesamt rund 500 Milliarden US-Dollar, mindestens 15% wurden wohl nicht ausgegeben. Der nachfolgende 12. Plan verdoppelt auf über 1000 Milliarden, von denen allerdings 50% vom privaten Sektor zu finanzieren sind. Bedarfsschätzungen von Morgan Stanley und Goldman Sachs liegen noch kräftig darüber. Die Schwierigkeit liegt in der Mobilisierung der nötigen Ressourcen. Hinter den Kapitalzuflüssen aus dem Ausland steht das Fragezeichen globaler Entwicklungen und der Bonitätseinschätzung Indiens. Der Nationalhaushalt lässt wenig Spielraum. Um diesen allzu langen und ernüchternden Exkurs mit einigen erfreulichen Schlaglichtern zu schließen, die ich aus India on the Move entnehme, einem Sonderheft der India Brand Equity Foundation zum Auftakt der Dates of India 2012-2013. 881 Millionen Mobiltelefonverträge mit den weltweit billigsten Gebühren, 18 Millionen neue Verträge pro Monat, mehr als 400.000 Beschäftigte in der Telekomindustrie. Die mithilfe des Unternehmers Nandan Nikelani geschaffene Autorität zur Ausstellung der gesamten indischen Bevölkerung mit Personalausweisen, die inzwischen monatlich 220 Millionen ID-Cards ausstellt. Eine Güterproduktion im Wert von 280 Milliarden US-Dollar in 2011, womit Indien auf Platz 9 der globalen Rangliste der Industrienationen rückt. Eine boomende Kraftwagenproduktion, die Indien auf Rang 7 der automobilproduzierenden Länder setzt, größter Kleinwagenmarkt der Welt, Tatas Entwicklung des billigsten Kleinwagens Nano, der umgerechnet 2200 US-Dollar kostet. Also etwa 2 Jahreseinkommen. Die Bildung großer Konsortien zur Energie- und Rohstoffsicherung im Public-Private Partnership. Bevor ich nun wirklich zum Schluss komme, muss ich noch kurz auf die Frage Entwicklungsdiktatur versus Demokratie eingehen. Indien in seiner wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung in einem offenen Rennen mit China zu sehen, setzt den Optimismus eines Marathonläufers voraus, der auf der Olympiade 15 Minuten nach dem Feld an den Start geht. Denn Deng Xiaoping hat seine epochal erfolgreichen Reformen ab Ende 1978 ins Werk gesetzt.
Indien schlug erst mit dem 8. Fünfjahresplan 1992 bis 1997 einen grundlegend neuen Kurs ein. Es erscheint mir übrigens abwegig, die Entscheidung zwischen Demokratie und Entwicklungsdiktatur nach der Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums zu treffen. Ich glaube aber auch, dass der demokratische Weg sich langfristig als der bessere erweisen wird. Sicher sind die Entscheidungen hier mühsam und scheitern oft am fehlenden politischen Konsens. Die Realisierung muss sich an Grundrechten und den Geboten des Rechtsstaats halten. Aber der Gegenwert ist eine Transparenz und Kontrolle, die mit einer Einparteiendiktatur schlicht unvereinbar ist. Sie wird erreicht durch Gewaltenteilung, vor allem die Unabhängigkeit der Gerichte. Das Ergebnis freier Wahlen und mit ihrem politischen Pluralismus im Parlament, durch die Meinungsfreiheit und Medienvielfalt. Kein Land hat so viele Zeitungen und private Fernsehstationen wie Indien. Die sich frei und immer stärker organisierende Zivilgesellschaft, unabhängige Instanzen wie der Supreme Court, der Rechnungshof oder die Nationale Wahlkommission, die Reserve Bank of India in gewissen Grenzen. Die Regierung in Indien, in Delhi wie anderswo, steht und fällt heute mit der Verbesserung der Lebensverhältnisse oder zumindest der Hoffnung auf sie. Doch kann ein von der Bevölkerungsmehrheit als erfolglos beurteilter Kurs an der Wahlurne berichtigt werden? Und selbst eine grundlegende Änderung innerhalb des Verfassungssystems bewirkt werden? Das Ende der Notstandsregierung Indira Gandhis hat aber auch gezeigt, dass sich das indische Volk nicht an der Urne entmachten lässt. Fatale Entscheidungen wie Mao Zedongs großer Sprung nach vorn oder die Kulturrevolution scheinen mir in Indien wirklich undenkbar. Was aber tut die chinesische kommunistische Partei, wenn das wirtschaftliche Wachstum und die Entwicklung der sozioökonomischen Realitäten zwingend an die Grenzen des Systems stößt? Ich muss zum Schluss kommen, mein Zeitkonto ist kräftig überschuldet. Welche lange Strecke hat Indien, eines der reichsten Länder der Erde, schon zurückgelegt, seitdem ich im August 2000 in Delhi den Dienst aufnahm? Die oben präsentierten Zahlen rechtfertigen keineswegs die Schwarzseherei vieler Kommentare. Ganz sicher nicht auf mittlere oder lange Sicht. Natürlich wirft die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Schatten auch auf Indien und setzt Fragezeichen für die Zukunft. Zumal fundamentale Hausaufgaben nicht oder nur unzureichend gelöst wurden. Aber stehen bleiben wird das Land deswegen nicht. Ich habe Anfang 2009 einen Monat bei verschiedenen Mittelstandsfamilien in Außenbezirken von Mumbai gewohnt. Wenige Wochen nach dem Terrorangriff einer islamistischen Gruppe, der 239 Verletzte und 147 Tote forderte. Vor einem Jahr starben in Mumbai 17 Menschen bei Sprengstoffanschlägen. Erneut hat es mich buchstäblich erschüttert, unter welchen zu Teil unsäglichen Umständen Menschen vor allem am Rande dieser Megacity leben und arbeiten. Vielleicht haben Sie an einem frühen Morgen in Jaipur erlebt, wie sich die Straßen füllen und jeder im Daseinskampf treibt und selbst getrieben wird. Alles kleine Unternehmer, kommentierte damals mein Außenminister. Um meinen letzten Endes ist es diese Bühne des Lebens, die meine Hoffnung in die Zukunft Indiens trägt. Um meinen allzu langen und dröben Vortrag mit den letzten Zeilen eines Gedichts von Rabindranath Tagore zu schließen: Over the ruins of hundreds of empires, the people work. Ihnen jetzt ein buntes und ein teilweise auch schönes Indien vorzuführen. Das heißt genauer gesagt Rajasthan.
Sie können ja bei den schönen Bildern, die ich angucke, die Augen zumachen und bei denen, die nicht so schön sind, wieder hingucken. Der Vortrag war an Dramatik, nicht zu überbieten, aber ich freue mich, Herr Botschafter, dass auch Hoffnungsschimmer sich doch abzeichnen. Wir haben also eine Fahrt gemacht durch Rajasthan. Hier habe ich erst nur mal den indischen Subkontinent Ihnen gezeigt, 1,23 Milliarden Menschen. Und jetzt sollte es eigentlich weitergehen. Es wimmelt zumindest, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich drücke mal auf diesen Knopf. Ja, dieser Knopf ist der bessere. Das ist also Rajasthan, das wir besucht haben. Und ich will Ihnen ganz kurz die Stationen zeigen. Wir haben in Delhi begonnen. Sie sehen oben Delhi, irgendwo muss ein Pointer sein, hier ist auch ein Pointer. Ich muss mir sehen, dass er auch funktioniert. Hier ist ein Pointer. Also Delhi und sind dann Richtung Al-Sisar, das ungefähr da liegt, gefahren, haben Bikaner besucht. Wenn ich sie richtig ausspreche, dann üben Sie Nachsicht. Etwas südlich nach Deshnok, sind dann Richtung Jaisalmer gefahren, sind in der Thar-Wüste gewesen. Die Fahrten sind immer ungefähr eine Tagestour, dann wissen Sie ungefähr. Rajasthan hat etwa 60 Millionen Menschen. Dann sind wir von Jaisalmer nach Jodhpur gefahren, von Jodhpur aus Richtung Mount Abu, eine sehr lange Strecke. Dann sind wir nach Udaipur, von Udaipur nach Ranakpur, von Ranakpur ging es dann direkt nach Jaipur und Amber. Schließlich haben wir in Fatehpur Sikri eine Station gemacht, sind nach Agra gefahren und dann wieder zurück nach Delhi. Das Ganze etwa über knapp 14 Tage. Wir haben einiges zurückgelegt und haben natürlich eine Menge gesehen. Was zeige ich für Bilder? Natürlich die bedeutenden Bauten. Wir haben festgestellt, dass in allen Städten immer das Gleiche ist. Es ist immer in der Regel ein rotes Fort. Und es ist in der Regel eine Tempelanlage, meistens Jain-Tempel, die übrig geblieben sind. Es gibt Mausoleen und es gibt Moscheen. Und alle großartigen Gebäude etwa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Ich habe nicht die modernen fotografiert, natürlich als Tourist schaut man sich die alten an. Dann habe ich Straßenszenen des Alltags, Geschäfte, auch kleine Unternehmer, Botschafter darauf hingewiesen, Behausungen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann finden Sie zwischendurch mal einige Porträts von Menschen, und auch einige Landschaften. Ich beginne mit dem Einstieg. Sollen wir das Licht ein bisschen löschen oder ist das in Ordnung so? Geht das? Ich kann so besser lesen und wenn Sie sehen können, sind wir alle zufrieden. Wir beginnen in Delhi. So erwartet einen die Stadt. Und dann drücke ich auf den Knopf und siehe da, es reagiert keiner. Das ist unerfreut, da doch, es hat reagiert, ich muss vielleicht einen Augenblick warten. Kaum ist man in der Stadt, überfällt ein die Wucht des Straßenverkehrs. Und dann finden wir auch schon, als wir eine Ampel gehalten haben, diese Szene, wo ein Bettler im laufenden Verkehr den Chauffeur um eine milde Gabe bittet. Oder wir sehen diese Szene auf dem Trottoir, wo drei Frauen in der frühen Morgenstunde einfach nur zusammen hocken, vielleicht um gemeinsam das Leid besser ertragen zu können. Oder auch diese Szene, die eigentlich erfreulicher wäre, wenn ich dahinter die Tatsache stünde, dass vermutlich niemand von den Anwesenden einen Beruf hat, sondern auch nicht aus lauter Freude nur auf dem Pritschen liegt, sondern weil einfach nichts da ist. Diese beiden Herren sind etwas fröhlicher, sie haben wenigstens ein Kleinunternehmen, sie vermieten ihr Fahrrad für Gäste, die darauf mitfahren wollen. Und sie machten auch einen recht fröhlichen Eindruck, wie überhaupt die Menschen, die ich fotografierte, wenn sie es denn gemerkt haben, einen fröhlichen Eindruck machten. Die erste Station, ich gehe etwas chronologisch vor und spreche es natürlich falsch aus, gibt Minar-Komplex, eine Moschee, die heißt Macht des Islam. Sie sollen wissen, der Islam ist zwar nur mit 11% vertreten, die Hindus stellen 80%, aber dennoch sind aus der großen Zeit der Mogulen, die alle Mohammedaner waren, natürlich die Prachtbauten dem Islam oder den Moscheen zuzuordnen. Der gewaltige Turm Qutb Minar, der als eine Siegessäule errichtet wurde, eine gewaltige Ausmaße hat, insgesamt 73 Meter hoch, macht auch deutlich, der Stil, es ist so ein indosarazenischer Stil. Die Moschee selber wurde auf den Grundfesten
früherer Jain- und Hindu-Tempel gebaut. Insgesamt 27 Tempel wurden vernichtet, um im Jahr 1199, also praktisch Übergang zu 1200, dieses Siegesanlage zu errichten. Und hier sehen Sie eine der berühmtesten Säulen Indiens, Rajasthans, die sogenannte Eiserne Säule, die aus dem 4. Jahrhundert kommt, die nicht rostet, nicht weil sie wundertätig ist, wie manche Hindus glauben, sondern weil sie zu 98% aus Eisen besteht, reines Eisen. Sie kommt wahrscheinlich aus einem Vishnu-Tempel des 4. Jahrhunderts. Dieser nette Vogel flog hinein, eine Falke wahrscheinlich, und dann kommen wir schon in die wunderschöne Anlage mit ihren geradezu überwältigenden Steinmetzarbeiten, die weit zurückreichen. Sie werden gleich merken, was für hervorragende Beispiele von Steinmetzarbeit schon aus dem 13. Jahrhundert hier geschaffen wurden und ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert diese Kalligraphien, die an die persische Zeit erinnern. Dort steht das Museum des Iltutmisch, 1210 bis 1235 hat er geherrscht, und hier wiederum sind besonders eindrucksvoll neben den Kenotaphen die wunderschönen Arabesken an den Wänden. Wir machen einen kleinen Sprung, das heißt ein gewaltiger Sprung von der Zeit her, bewegen uns auf der Hauptstraße Rashtrapat, die Prachtstraße aus britischer Zeit, mit den Kolonialbauten links und rechts umsäumt. Ich brauche es Ihnen nicht vorzustellen. Es ist das Regierungsviertel und am Ende steht All India Gate, das All India War Memorial, das an die gefallenen Inder an der Seite Englands im Ersten Weltkrieg erinnert. 37.000 waren es insgesamt. Und nicht weit davon ist dann eins der berühmtesten indischen Söhne, wird an die indischen Söhne gedacht, Mahatma Gandhi. Hier ist sein Mausoleum. Ich habe Ihnen einige Porträts versprochen und Sie knüpfen nahtlos an die Aussage, es gibt sehr viele junge Frauen, es gibt Frauen mit sehr vielen jungen Kindern und in der auch Verschleierte natürlich. Aber es gibt auch eben Männer, die ihre kleinen Jungs dann sehr gern mit spazieren führen. Wir binden uns einem anderen Mausoleum, das Mausoleum des Humayun, errichtet von seiner Witwe. Ich habe erstmal das Eingangsgebäude und etwas zu schnell war eben das Gebäude selbst mit einem sehr breiten Untergeschoss, ein Prototyp späterer Mogul-Moscheen. Hier haben wir also den Eingang. Und hier liegt der Kenotaph von Humayun unter einer wunderschönen doppelschaligen Scheinkuppel, ist dann die Grabkammer, wo das Licht dann aus verschiedenen Richtungen einfällt. Und mit der wunderschönen gestalteten Decke haben sie ein einmaliges Raumerlebnis. Doch die Realität holt uns sehr schnell wieder ein. Auf dem Weg zur Freitagsmoschee blieben wir natürlich in diesem Verkehrschaos stecken. Hier so einige Beobachtungen am Rande. Auch diese beiden Herren gehören wahrscheinlich nicht gerade zu jenen, die nur aus lauter Freude da sitzen. Es sind schon bedrückende Bilder, wenn man durch die Straßen fährt. Dann der weitere Höhepunkt in Delhi, wir waren nicht im Roten Fort, die Freitagsmoschee, die größte Moschee Indiens. Erbauer war Shah Jahan, der eine ungewöhnliche Bautätigkeit Mitte des 17. Jahrhunderts an den Tag gelegt hat. Hier ist die gewaltige Freitagsmoschee. Im Hof haben 20.000 Menschen Platz. Und hier sehen Sie den ungewöhnlich großen Iwan. In der Mitte steht die marmorne Predigtplattform und davor ist das Reinigungsbecken. Über der Plattform haben Sie in persischer Kalligraphie nicht nur das Lob Allahs, wie man erwarten würde, sondern auch das Lob des Erbauers. Da es aber persisch ist, können die meisten das nicht lesen und nehmen das Ganze dann wahrscheinlich für eine Sure. Eher mit Suren verbunden sind die Leuchten. Die Leuchten, die an den 24. Koran-Sure erinnern sollen, Gott ist das Licht im Himmel und auf Erden. Hier die Gebetsnische und dann die Wandelgänge, dann drumherum. Man kann seine Gläubigkeit natürlich auch im Liegen demonstrieren. Oder man kann sich auch in der Gebetnische niederwerfen. Beides trägt sicherlich dazu bei, die große Gläubigkeit der Menschen zu demonstrieren. Und hier ist man am Wasserbecken, am Reinigungsbecken, aber es macht eben auch Freude, wie man sieht.
einige der jungen Frauen, die uns so auf der Reise begegneten, hier eher traditionell, und das nächste Bild zeige ich mit ganz besonderer Freude, Sie werden das gleich sehen, warum. Wer so angeguckt wird, der ist natürlich besonders begeistert, dass er ein schönes Foto gemacht hat. Wir verließen Delhi und Sie merken schon an der Art des Verkehrs, dass es nicht so ein schnelles Fortkommen ist und dass auch sehr viele verschiedene unterschiedliche Verkehrsteilnehmer in Delhi auf der Straße sich befinden. Aber das Chaos blieb noch aus. Wir haben uns in Richtung Al-Hisar, ich erwähnte es schon, nach Norden bewegt, an der Handelsroute. Und das war so die Einfahrt in diese Kleinstadt. Dort sahen wir dann Kleinunternehmer. Wir haben also sehr viele Herren gesehen, die an Nähmaschinen genäht haben. Und dann auch schon dieser hier, der eine kleine Marktnische für sich entdeckt hat. Dieser hier, der auch wartet auf Kundschaft und sich dabei mit Zeitungslesen die Zeit vertreibt. Es ist aber auch ein modernes Computerinstitut da. Nur dass am Computerinstitut die Leitungen nicht so ganz funktionieren, das macht vielleicht auch dieses Bild. Die nächste Strecke war dann nach Bikaner. Ich habe es auch schon gezeigt. Bikaner, das ein eigenes Reich war, so 15. 16. Jahrhundert, ehe sie sich mit den Mogulen verbündet haben, überhaupt sind die meisten der Rajputenreiche dann Verbündete der Mogulen geworden. Ganz wenig haben sich erhalten. Hier eins der Handelshäuser. Es lag eben an der Route zwischen Hindustan und Afghanistan. Und hier der ganz berühmte Rampuria Haveli. Wenn Sie reinkommen, ein ungewöhnlich prächtig geschmückter Haveli, wie Sie sehen, und auch hier die tanzenden Figuren, etwa aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts. Die beiden Kennzeichen an den Außenwänden, einmal der Elefant, auch teilweise natürlich Symbol des Herrschers, der auf den Herrscher trägt, auf der anderen Seite das Pferd, das die Rajputenreiter eben auch in den Krieg geführt hat, beides eben Symbole für Macht, auch für das stolze Reitervolk. Ganz in der Nähe, auch noch in Bikaner, diese sehr eindrucksvolle Moscheeanlage. Sie ist auch deswegen besonders bekannt. Hier ist der Überbau des früheren Brunnens. Und wenn Sie dann nach oben gucken und sich die Decke ansehen, ist die mit unglaublich schönen Malereien versehen. Hier sehen Sie nochmal einen Ausschnitt aus den sehr schönen Malereien, wo unter anderem auch Affen zu sehen sind, auch Menschen natürlich. Hier in einer wunderschönen, doch Ornamentik, die gleichzeitig auch sehr viel an Symbolkraft hat, wie Sie in der Mitte den Krieger sehen können mit dem Pfeil und Bogen. Ach ja, das Bild, das muss ab und zu auch mal kommen, da wir hatten auch schöne Stimmungen, hier nochmal die Spätabendstimmung in Bikaner. Wir sind weiter auf der Landstraße, das ist natürlich, und ich sagte schon, Ihnen begegnen die aller eigenartigsten und vielfältigsten Transportmittel, wie hier oder auch hier mitten im Verkehr, das Dromedar, das gerade in dieser Gegend noch ein häufiges benutztes Lasttier ist. Sie haben natürlich auch den Trecker mit einer großen Ladung und da kann das aber auch schon mal passieren, dass diese Ladung etwas aus dem Gleichgewicht gerät und dann haben Sie eine solche Situation. Sie sehen, der Trecker ist auch verlassen, wahrscheinlich, ich hoffe nicht, dass er drunter liegt, aber er ist wahrscheinlich dabei, mit einer Schaufel das Ganze wieder zusammenzukehren. Diese Szenen hatten wir häufig, sehr häufig. Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die auf den Straßen der Wanderschaft waren, Botschafter Richter hat es schon angedeutet, mit dem Ziel, wohin weiß man nicht, aber zumindest sie sind gegangen, sie sind irgendwo hingegangen, dann sind wir vorbeigefahren an kleinen, sehr trostlosen Orten, aber auch an Ständen, wo die Bauern versuchen, an der Straße Gemüse und anderes zu verkaufen. Sie merken, der Esel als Lasttier, wahrscheinlich würde man bei uns das nicht durch den TÜV gehen lassen, wegen Überbelastung. Und dann fanden wir an sehr vielen Ständen, wo Zuckerrohr eben gepresst wird und wo man dann einen frischen Zuckerrohrsaft trinken kann. Rechts ist dieses Grüne, ist dann der Zuckerrohrsaft. Wir haben aufgrund nicht so guter Erfahrungen davon Abstand genommen. Auch dieses ist ein typisches Bild, die Kombination der Trecker, aber gleichzeitig das Handy, das doch ziemlich häufig präsent war. Wir sind inzwischen schon etwas weiter, und zwar
sind wir in Bicana nochmal und gucken uns jetzt die großen Havelis an. Bicana, eine Abspaltung von Jodhpur. Und hier sehen Sie die wunderschönen, schon erstmal die Steinmetzarbeiten, die einen richtig begeistern können. Und kommen dann in das große Junaga Fort, eine Palastanlage erbaut von Raja Singh. Hier haben Sie den Innenhof mit dem Bassin, den Sie ja auch in der Religion häufig finden. Und hier war wohl der Empfangspavillon des Herrschers. Bekannt und bedeutsam die fantastischen Lackarbeiten im Innenhof oder die unglaublich schönen Erker mit ihren Verzierungen. Der kleine Thronsaal mit den Goldintarsien oder die ebenso eindrucksvolle mit Goldarbeit eingelegte Decke, die uns dort erwartet hat. Dann gingen wir in den Pfauenhof, der Pfau als Symbol der Herrschaft. Wir finden ihn überall in Rajasthan in den großen Palästen. Dann sind wir erst nach Süden gefahren. Zunächst einmal aber sind wir natürlich durch die Straße und da besteht das Kunststück. Wir haben nicht einmal einen Unfall mit einer Kuh gesehen, das wäre ja auch fatal, aus religiösen Gründen allein schon, aber auch die Kuh ist eben mehr als nur Symbol. Sie hat eben eine vielfältige Verwendungsmöglichkeit. Hier wiederum überall diese kleinen Stände, die Leute, die sich eben mit den kleinen Unternehmern beschäftigen. Und hier sehen Sie gleich eine Doppelbarbieranlage. Man kann sich also hier einseifen und verschönern lassen. Oder aber hier ein Hennenverkäufer. Es war ziemlich warm und deshalb hat er die Situationlage für eine Siesta benutzt. Dieser Herr, den Sie jetzt sehen, hat das ebenfalls getan. Und Sie können aber auch, wie diese hier, mit Milchkannen durch die Gegend fahren. Wir haben unheimlich viel überlastete Lastkraftwagen gesehen. Jetzt sind wir aber etwas südlich von Bicana, nämlich in Deshnok. Deshnok wird Ihnen nicht viel sagen. Das hat einige von uns auch nicht viel gesagt. Wir sind dann dahin gekommen und fanden ein wunderschönes marmornes Tor. Das war alles in Ordnung. Und dann sahen wir die ersten Zeichen an der Tür. Das ist hier in Silber. Das ist eine silberbeschlagene Tür, gestiftet von Ganga Singh. Und wenn Sie sich die Tierchen genau angucken, dann könnte man in die Versuchung geraten zu sagen, es könnten ja Ratten sein. Und es waren auch welche. Es waren also Ratten. Es ist der berühmte Rattentempel von Deshnok. Der Rattentempel, ich will Ihnen gleich eines dieser kleinen Viecherchen auch nochmal zeigen, rein theoretisch, so da erscheint es ja auch schon, der ist Karni Mata gewidmet. Insofern ganz interessant, die Karni war eine Art von Wundertäterin, der Sohn des Fürsten war gestorben, kam zu ihr und sagte, bitte wecke meinen Sohn wieder zum Leben. Sie ging zum Totengott, der sagte, zu spät, Seele ist schon weg. Darauf sagte sie, gut, dann verweigern wir unsere Toten ins Totenreich, wir werden dafür sorgen, dass unsere Toten, die Seele unserer Toten als Ratte wiedergeboren wird. Und nach deren Tod wiederum zieht die Seele in die Gestalt der Barden ein. Nun, man muss wissen, dass für die Rajputen, die Barden als Liedersänger, sie mussten ja irgendwie immer Heldenlieder haben, um ihre Heldentaten zu verewigen, sehr beliebt waren. Insofern hat dieser Tempel in der Historie Rajasthans eine große Bedeutung. Aber heute noch, hier sehen Sie das heilige Feuer und Priester, die dann an diesem Feuer die heilige Handlung vollziehen. Hier sehen Sie die Ratten, die hauptsächlich mit Milch beigefüttert werden, sehr possierliche kleine Tierchen sind. Und wenn Sie dann durch die Menge laufen, das ist schon ein großer Jux und eine große Aufregung. Sie sehen vielleicht in der Mitte dieses kleine Wesen, so groß wie die Wüste. Wir fuhren weiter und fanden dann auf der Straße, wie so häufig, kleine Prozession, sage ich mal, von gläubigen Hindus, die dann in kleinen Gruppen mit roter Fahne oder mit weißer Fahne, mit Turban oder ohne Turban zu bestimmten Heiligtümern ziehen. An den Straßen finden Sie diese Wasserkrüge, die für die Pilger gedacht sind, wo jeder daraus Wasser trinken kann. Und Sie finden dann über die ganze Strecke Gottheiten. Hier haben Sie zum Beispiel Shiva, die immer einen Hindu-Tempel aufzeigen. Sie finden aber auch solche Heiligtümer, wo eben Tücher an einem Busch das Heiligtum darstellen. Und Sie finden dann wieder solche großartigen Gebäude, einen Hindu-Tempel am Rande der Straße. Jetzt zeige ich Ihnen eine Kollektion von 4 Turbanen und Sie können dann selbst aussuchen, früher hatten die Turbanen alle ihre Bedeutung, heute gelten sie mehr oder weniger zur Zierde, bis auf den letzten Herrn, das war eindeutig ein Sikh, aber sonst haben die Turbanen heute hauptsächlich gelten als Zierde.
An der Straße fanden wir auch häufig solche rauchende Schlote. Sie werden, dort werden hauptsächlich Ziegel gebrannt. Und hier sehen Sie eine solche Aktion. Also der Boden ist sehr lehmhaltig, eignet sich sehr zum Ziegelformen. Die werden also dort getrocknet, teilweise gebrannt und werden dann auf diese Karren geladen und vom Kamel dann weiter transportiert, werden dann eben für Hausbau benutzt. Die Landwirtschaft, die bereits angesprochene, wir haben hauptsächlich diese Art von Bewirtschaftung gesehen. Wir sahen auch zwei, dreimal einen Trecker, aber hauptsächlich war es eben per Hand. Und dann wird die Ernte auch abgefahren. Und da man eben sparsam mit Transportmitteln ist, dann werden die Transporter eben bis zur letzten Möglichkeit vollgeladen. Da oben sitzen übrigens Leute drauf. Wir kamen dann nach Jaisalmer. Jaisalmer, die sogenannte gelbe Stadt nach den Steinbauten, gegründet Mitte des 12. Jahrhunderts vom Rajputenfürst Jaisal. Jaisal, deswegen Jaisalmer. Dort der große Brunnen, gleich beim Eingang der Stadt. Und auch dieses Bild ist nicht untypisch. Durch die Stadt läuft in aller Gemütlichkeit diese Kuh, aber gleichzeitig daneben der Büro- oder Verwaltungsmensch auch schon natürlich mit dem Handy am Ohr. Und dann der wunderschöne Blick auf das Fort von Jaisalmer, das mit den Jain-Heiligtümern auf dem Trikuta-Felsen gebaut wird. Sehr typisch, die Anlage, wenn ich sage Fort, ist meist ein riesiger Komplex von Befestigungsanlage, von Tempeln, von teilweise Mausoleen, von natürlich auch von Häusern, die hier aus gelbbraunem Sandstein gebaut sind. Sie sehen die mächtigen Mauern und hier eine der berühmten Miniaturen. Der Herrscher ist gerade reitet aus und muss natürlich dann dieses Eingangstor passieren und wiederum ganz eindrucksvoll die unglaublich schöne Steinmetzarbeit über dem Eingangstor des Forts. Der Höhepunkt allerdings in Jaisalmer, auch hier wiederum der Jain-Tempel. Ich habe Ihnen bisher noch keinen gezeigt. Wir haben also jetzt den ersten Jain-Tempel. Das ist das Innere. Das ist der Chandrapra-Tempel, 14. bis 16. Jahrhundert etwa erbaut. Allerdings muss man wissen, dass viele der Tempel im 17. Jahrhundert zerstört wurden und war eine Art von Bildersturm, kann man schon sagen. Sie wurden also liebevoll restauriert für den achten Furtbereiter. Und hier haben Sie ihn, den achten Furtbereiter. Nun, was ist ein Furtbereiter? Nach den Jains gibt es 24 Meister, die die Religion der Jains weitergetragen haben. Der letzte starb 5. 6. Jahrhundert vor Christus. Also Sie gehen sehr weit zurück. Also, und hier ein sehr eindrucksvolles Zeugnis der Baukunst, der Steinmetzarbeiten, der unglaublichen, feinen und eigentlich wundervollen Gestalten, die hier aus Stein gemeißelt wurden. Kuppel mit Tänzerinnen, mit Musikantinnen und natürlich die Säulen. Insgesamt 1000 verschiedene Motive an den Säulen, also eine ungemein reiche und schöne Ornamentierung. Und hier haben wir mal den Elefantengott Ganesh. Das ist das Vor. Sie sehen also nicht nur Vor, sondern auch gleichzeitig Häuser und der Blick vom Vor auf die Innenstadt. So erstreckt sich dann die sogenannte gelbe Stadt, gelb gebaut. Und wir hatten das große Glück, dass wir gerade unten eine Prozession hatten. Es wurde ein neuer Hindu-Tempel eingeweiht mit unglaublich viel Freude und mit Kamelen, die dann auch, und Esel und Pferden, die da zogen. Also ein großes Aufgebot der Freude. Dann kamen wir auf den Gemüsemarkt in der Altstadt und dann habe ich nochmal zwei der Gemüsefrauen fotografiert, die dort saßen und ihr Gemüse angeboten haben. Diese Damen waren erfolgreich, obwohl früher der rote Sari ein Zeichen war von den unteren Kasten, ist es heute teilweise nicht mehr der Fall, aber überwiegend tragen die unteren Kasten rot. Das wären hier schon nach dieser Farbskala etwas gehobene, möglicherweise Mittelklasse. Das ist ein Bild, das auch dazu gehören muss. Wir haben Gott sei Dank nicht allzu viel gesehen, aber doch auch verkrüppelte Personen. Dieses ist eine typische Szene in irgendeinem Dorf. Dieser Ochse oder Bulle wollte auch was haben und daneben dann der Schuhmacher, der Barbier,
derjenige, der die Kugeln so schön herstellt, die Töpfe, oder der da hielt alle den Finger vor, wollte nicht ganz fotografiert werden. Das ist der Schreiber vom Dienst, der auch dafür sorgt, dass überhaupt manches Mal zu Papier gebracht werden kann. Nochmal ein paar Porträts. Ich habe Ihnen hier die schönsten Schnurrbärte der Reise zusammengestellt. Sollten jetzt einer nach dem anderen kommen, aber da sind Sie gleich im Sprung. Dass diese Herren machen natürlich einen sehr schönen und freundlichen Eindruck, soll ja auch so sein. Dieser war der Höhepunkt. Ich weiß nicht, der hatte dann den Schnurrbart zusammengerollt, über 1,80 Meter war er lang an den Enden, aber sie waren nicht unglücklich. Diesen Herrn habe ich fotografiert, weil er für mich so symptomatisch ist, für dieses Nachdenkliche, für das, eigentlich die Weisheit, die aus den Gesichtern vieler der älteren Menschen spricht. Aber wir sind ja nun nicht nur der Menschen, auf der Menschen wegen, da wir haben uns dann natürlich die Havelis angeguckt, die Handelshäuser, die gerade hier in Jaisalmer den absoluten Höhepunkt erreichen. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht etwa Holzschnitzkunst, das ist Steinmetzarbeit. Man glaubt es nicht, in welcher unglaublich filigranen Form hier dieser Stein verarbeitet worden ist. Hier nochmal die wunderschöne Fassade, die erinnert noch ein bisschen auch an das Fort mit den Elefanten, oder dieser unglaublich schöne Haveli-Balkon. Die Gitter verbargen übrigens die Frauen von neugierigen Blicken, sie konnten gleichzeitig durchgucken. Dann in einem dieser Havelis diese schöne Szene, und wenn Sie jetzt mal genau darauf achten, dann merken Sie, was hier gemalt wurde, nämlich Barabak, die Verbrennungs- und Begräbnisstätte der Rasputen und ehemaligen Herrscher. Nach Hindu-Glauben werden die Herrscher und die Rasputen ja verbrannt. Wir sind dann weitergefahren, Mikana, und erstmal über die Kamelzuchtfarben. Wir sehen hier einige Bilder von Dromedaren vor allem. Wir haben dann gelernt, dass es da mindestens 4 verschiedene Sorten gibt. Sie werden gezüchtet für die Border Police. Wäre etwas wie der Bundesgrenzschutz von uns. Diese eine Dohle, die saß da ziemlich frech, und als ich da näher kam, da hat sie mir klar gemacht, wer hier eigentlich der Herr im Stall ist. Sie sehen, sie hat da kräftig geschimpft, um mir deutlich verstehen zu geben, hier habe ich das Sagen. Oder zumindest das Pfeifen. Wir sind dann in die Wüste gefahren, einen kurzen Ausflug in die Wüste Tar, mit den Wüstenschiffen natürlich. Und damit es nicht allzu dramatisch wird, kriegen wir gleich einen Bläser noch dazu, der dann Leibeskräften auf seiner Flöte da geblasen hat. So schön kann Wüste sein. Sie ist wirklich eindrucksvoll. Und natürlich muss auch etwas Stimmung her, also habe ich hier auch noch ein Stimmungsbild reingebracht. Die Wüste Tar. Das ist die romantische Seite. Wir hatten aber eine andere Seite, das ist nämlich die. Das sind diejenigen, die am Rande der Wüsten leben, die mit zu den Armen der Ärmsten gehören. So sehen dann Behausungen aus, im Übergang zur Steppe. Das ist ich weiß nicht, wie viele dort leben, aber so ist eben auch Leben. Hier ist ein Brunnen, da wird gerade Wasser aus dem Brunnen geschöpft für die Dorfgemeinschaft. Und trotzdem gibt es auch an solchen Orten diese fliegenden Händler, die ihre Zelte aufgeschlagen haben. Dann wiederum der Nachwuchs, der allgegenwärtig ist, oder auch dann auch wiederum ein fliegender Händler, der auf der Teerstraße seine kleinen Habseligkeiten dann mit diesem Karren geschoben hat. Das habe ich nur der Exotik willen reingemacht. Sie war harmlos. Die Schlange meine ich. Wir hatten das große Vergnügen, dann eine Hochzeit zu sehen. Das heißt, die Hochzeit, es sind zwei eigentlich, eine Doppelhochzeit. Sie gingen gerade über die Straße und verschwanden so im Feld. Da haben wir sie dann nochmal fotografieren können und kamen dann nach Jodhpur, ehemalige Hauptstadt des Derwa-Reiches, und haben den Umaid-Bawan-Palast gesehen. Heute würden wir sagen, es war eine ABM-Maßnahme, 29 bis 43. 3000 Arbeiter wurden dort beschäftigt mit 347 Zimmern, ein Moloch. An Scheußlichkeit kaum zu überbieten. Aber dafür dann das Meranga-Fort auf dem 120 Meter hohen Felsen, 32 Meter hohe Festungsmauern mit dem wunderschönen Blick von oben auf die sogenannte Blaue Stadt. Diese blauen Häuser gehören ehemaligen Brahmanen. Wir hatten ja von der Botschaft jemand, der uns auch ganz klar sagte, das Kastensystem, auch Richter hat es nochmal gesagt, ist nach wie vor ein großes Problem. Die Brahmanen an der Spitze mit Rasputen, dann die Soldaten, die Händler und dann eben die Kastenlosen, die immer noch leider das Straßenbild, wie wir es gleich nochmal sehen, teilweise prägen.
Wir sind dann nicht so vornehm wie hier der Herrscher. Sie sehen, er marschiert vorne weg, in das Vor eingezogen. Und wiederum kamen wir durch das sogenannte Siegestor. Am Siegestor fanden wir diese Art von Plakette, die wiederum eine unglaublich traurige Geschichte hat. Es sind 32 Handabdrücke der Witwen eines der Rajputen-Herrscher, die sich nach seinem Tod selbst verbrannt haben, der sogenannte Sati-Kult. Sie müssen wissen, dass bis 1953 Witwen von hochgestellten Herrschern oder Rajputen sich noch verbrannt haben, obwohl die Engländer in der Kolonialzeit dies verboten hatten. Der Palast selbst ist aus Sandstein erbaut. Sie sehen vom Palast hier den wunderschönen, sehr eindrucksvollen Thronsaal. Oder wir sehen hier den Blumenpalast mit seiner ebenfalls wunderschönen goldenen Decke. Also prachtvolle Gebäude, und dazu zählt sicherlich auch der spätere Audienzsaal. Diese inneren Räume sind etwa um 1800 so gestaltet worden. Wir fuhren weiter, und Sie sehen schon im Hintergrund, wir nähern uns den Bergen, den Aravelli-Bergen. Wir fuhren ganz konkret in die Abu Hills. Das war ein bisschen schnell, aber da fuhren dann ein Dorf vorbei. Und dann kommen wir schon an ein Gut. Hier sehen wir eine landwirtschaftliche Fläche, wo die Kühe weiden. Die weiden sehr lang. Da kommen wir noch mehr in die Berge. Hier geht die Straße, die Serpentinenstraße, in die Abu Hills hinein. Einige Meerkatzen beobachteten uns, oder keine Meerkatzen, guckten also sehr neugierig, was wir wohl machen. Wir kamen dann oben nach Mount Abu mit dem kleinen, sehr schönen Nicknacki-See. Aber das ist nicht der Grund, warum wir hingefahren sind. Wir sind dieses Gebäudes wegen hingefahren. Es ist wohl der eindrucksvollste Tempelkomplex, vielleicht in ganz Indien aufzubieten hat. Ich kann es schlecht sagen. Ganz gewaltig eindrucksvoll aus weißem Marmor. Unglaublich schön, mit unglaublich striktem Fotografierverbot. Das ist das einzige Bild, das ich Ihnen zeigen kann. Aber ich tue es gerne. Andererseits ist dieser Ort ein Ort, ein Pilger- und Wallfahrtsort. Sie sehen die Pilger, hier haben Sie die weiß gekleideten Seminaristinnen. Man ist einfach wunderbar guter Dinge und hat auch viel zu lachen, wie diese Damen hier zeigen. Nochmal zwei Porträts von Frauen, die uns dort begegnet sind. Wir fuhren weiter Richtung jetzt Udaipur. Die Gegend ist eindrucksvoll. So ähnlich haben die Miniaturmaler von Udaipur das gesehen, wenn ihr großer Herrscher auf Bärenjagd ging. Und wenn Sie mal so gucken, die Gegend hat sich teilweise auch nicht verändert. Hier aber wieder ein kleines Hindu-Heiligtum links, dann ein paar Garten, die gebunden wurden, und nochmal die Aravelli-Berge. Die Straße ist etwas dramatisch, und wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, oft überladen, aber es ging, wie Sie ja feststellen, an uns gut. Wir kamen dann nach Udaipur zum Pikola-See. Sie müssen wissen, früher war das kein See, sondern eine landwirtschaftliche Fläche, aber der Bauer war dagegen, dass sein Herr das bekommt, und hat das Ganze unter Wasser gesetzt. Hier sehen Sie eines der nobelsten Hotels, das Sie in Rajasthan besuchen können. Lake Palace Hotel auf der Insel Yak Nivas. Nein, für alle Hermann Ehlers Freunde, wir waren nicht da. Es wäre auch zu teuer gewesen. So etwa, muss man sich vorstellen, hat der Herrscher den See durchkreuzt. Sie sehen auch, wie er in der Mitte reitet. Natürlich, das ist also der Herrscher mit seinem Gefolge, der jetzt gerade durch den Pikola See reitet. Wohin? Natürlich zum Wasserpalast, zum wunderschönen Palast, der sich durch seine unglaublichen Elefantenfiguren an der Wasserfront auszeichnet, aber noch mehr durch das Marmorgebäude Yak Mandir, das dort in einem ebenso eindrucksvollen, schönen Garten steht. Weiter zum Pikola-See. Hier ist die Brücke vor dem Rangsee, deswegen auch der Begriff Venedig Indiens, und gar nicht weit davon entfernt. Nochmal diese wunderschönen Gebäude, die am Rande des Sees stehen, und hier der City Palace, der größte Palast Rajasthans, ein unglaublich eindrucksvolles Gebäude. Und
Ich bitte darauf zu achten, hier haben wir die Mewa-Palastarchitektur, eher eckig und kantig. Ich werde nachher nochmal darauf hinweisen auf die Mogul-Architektur, die eher abgerundete Formen hat. Das ist ein sehr eindrucksvoller Grundriss, der auch von den Künstlern damals hergestellt wurde und erinnert sehr dem Tor, das in den Innenhof führt. Nachdem sie natürlich dieses Tor passiert haben, fragen sich, was sind denn das für Stacheln? Wir haben die Funktion, Elefanten, die etwas wild geworden sind, vom Eintritt zu hindern. Und ein Elefant rennt nicht zweimal gegen dieses Tor. Darüber sehen Sie das Sonnenemblem, das war das Symbol der Mewa-Herrscher, die sich als Sonnenabkömmlinge Abstammungen verstanden. Hier der Innenhof mit dem Brunnen, der auch eine symbolische Bedeutung hat. Der Frauenhof, sehr eindrucksvoll. Und dann hier nochmal ein wunderschönes Pfauenmosaik, das Sie an sehr vielen Palästen finden und in wunderschönen Intarsienarbeit, in einiger Arbeit dargestellt ist. Hier die Innenräume, die Räume der Maharana, in wunderschönen Farben gehalten. Früher sollen das alles Edelsteine gewesen sein. Hier haben Sie nochmal das Emblem der Sonne gegenüber der Gebetsnische. Eine kleine Jagdszene, so hat man sich das damals vorzustellen. Die Elefanten stehen rechts auf dem Bild jedenfalls und wehren die Tiger ab, die jetzt nicht durchkommen können. Und am Rande stehen dann die tapferen Schützen und schießen dann die Tiere ab. Hier eine Szene von einigen wild gewordenen Elefanten. Aber leider hat sich dieses auch noch bis in unser Jahrhundert hinausgezögert. Hier sehen Sie einen Elefantenkampf in einer dieser Festungen um die 1920er Jahre, ein Foto, das ich dann fotografiert habe. Wir verlassen also die Festung, gehen noch mal kurz in einen wunderschönen Park, der auch, hier sehen Sie die unglaublich schönen Wasserrosen, die Wasserspiele, dann einen kleinen Tempel vor den nicht weniger schönen Bougainvilleas. Aber wenige Schritte weiter ist das Bild. Das ist eine Behausung. Mitten in einem Kellerunterschlupf leben dann Menschen, ich weiß nicht wie viele. Und auch das ist eine Behausung, und zwar der mit der untersten Kasten, die nichts anderes haben als dieses. Und der ist schon ganz gut ausgestattet, weil er zumindest einen Wagen hat. Nach ihrer eigenen Religion dürfen sie keine festen Häuser haben. Wir fahren weiter durch eine Gegend, die hier sehr schön auch durch Felder aufgelockert war. Und kamen dann an einen Ort, wo Wasser geschöpft wird. Da kann man eben das Problem sehen, wenn man noch nicht über moderne Technik verfügt. Diese beiden Ochsen werden also rumgetrieben und schöpfen dann durch diese ständige Bewegung das Wasser. Wir sahen leider allzu viele Frauen mit Körben, mit Gefäßen auf ihrem Kopf, die nichts anderes hatten. Oder auch diese Szenen sind eben typisch. Links ein paar ausgelassene Kinder, die Härte noch zu spüren bekommen. Wir fuhren über eine Brücke, die mit Elefanten verziert war, kamen in das nächste Dorf und trafen dann auf der Straße Jain-Pilger, die man an den weißen Kleidern erkennt. Hier auch einer, der gerade zurückkommt, oder hier auch per Fahrrad. Sie sind auf dem Wege zu einer der eindrucksvollsten Anlagen, nämlich Ranakpur. Ranakpur wiederum es fehlen manchmal Worte, um zu beschreiben, was für unglaubliche Eindrücke. Da ist, glaube ich, jetzt ein Fehler. Ich mache jetzt mal das weg und Sie drücken mir die Daumen, dass es nutzt. Es nutzt nichts. Jetzt ist guter Rat teuer. Das ist die Situation, wo ich jetzt jemand. Das war noch nicht. Das war überfordert. Guck mal. Wir waren bei 71. Also, wie ich mitgezählt habe. Wir können ruhig. Genau, ich weiß nicht. Gesamt? Probieren wir mal gesamt. Das kann ein bisschen dauern. Müssen wir das Ganze durchmachen? Der liegt jetzt hoch. Das ist ein bisschen viel. Ja. Machen wir einfach Indien-Ende. Indien-Ende? Oh, Ende, ja. Gut. Wir beschließen Ende. Ende. Haben Sie jetzt Ende? Ja, machen wir es Ende. Sehr gut. Ja, das ist, habe ich mir fast gedacht. So, nochmal. Jetzt haben Sie natürlich das Problem, dass ich Ihnen das schönste Wort habe. Oder jedenfalls etwas sehr Eindrucksvolles.
Das tut mir jetzt nicht leid. Vielleicht, wir nutzen die Gelegenheit für Fragen an Herrn Richter. Das hatten Sie davon. Ja. Fragen an Herrn Richter. Das ist doch ein guter Gedanke. Ja. Ich versuche mal, ihn wieder herzustellen. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich mir die eindrucksvollen Zahlen vor Augen und mir vorstelle, sowohl Indien als auch China, der armen Bevölkerungsteil, wenn der auch noch annähernd auf den europäischen Standard gebracht werden wollte, wie soll die Welt die Nahrungsmittel dafür schaffen? Wie soll die Welt dafür die Energieressourcen schaffen? Und wie soll die Welt mit dem Umwelt umgehen? Das ist eine brutale Frage, aber eine sehr existenzielle, denke ich. Ja, die Frage ist, brutal, aber auch für uns. Ja, es gibt da Berechnungen, ich erinnere mich an eine Koryphäe, die mir sagte, ja, wenn das so wäre, auf unserem Niveau, dann brauchen wir 2,5 Erdbälle. Ja. Nur politisch nützt Ihnen das natürlich überhaupt nicht. Wenn Sie das einem Inder sagen, das wäre schön. Ihr könnt ja mühelos um 60% runterfahren oder mehr. Zweitens, man weiß ja nicht genau. Also Indien hat ein riesiges Energieproblem. Das ist ein Erzeugerproblem, das ist ein Problem der politischen Preise. Sie haben eben Wasser genannt. Ich habe selber, wir hatten ein großes Projekt wiederum in Rajasthan, Wasserversorgung eines Wüstengebiets. Das Wasser wurde in Pipelines dorthin gebracht. Und das Ganze setzte voraus, dass jedenfalls ein minimaler Betrag gezahlt wird für das Wasser. Denn nur dann können Sie die Infrastruktur aufrechterhalten. Das lief wunderbar in den Dörfern. Dazu hatte man Women Empowerment, hatte man eine indische Organisation hinzugezogen. Die hat die Frauen angesprochen, die sagten, wo die Wasserstelle hinkommen. Die führten die Bücher, sammelten das Geld und so weiter. Das lief wunderbar. Bis irgendein idiotischer Lokalpolitiker sagt, was, die zahlen für das Wasser? Das muss doch umsonst sein. Strom. Nicht? Warum ist das noch nicht vorangekommen? Das liegt natürlich an der Armut des Landes und daran, dass so ein schnelles Wirtschaftswachstum natürlich auch ein ebenso schnell abkriegt den Strom umsonst. Etwa 30% des Stroms wird abgezapft, illegal. Sie haben diese wunderbaren Leitungen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere auch tut. Und wenn Sie das ändern wollen, hat also in vielen Städten, Kalkutta war die erste interessanterweise, die Stromverteilung und das Inkasso privaten Firmen übertragen. Das gab natürlich sehr bald politischen Aufschrei, weil die das ganz strikt machten gegen die Wahl. Also, sehr schwierig. Aber, ich erinnere mich noch, in den Hungerte bis zur grünen Revolution. Wir wehren uns natürlich gegen jegliche Gentechnologie im Nahrungsmittelbereich. Aber ohne solche Maßnahmen fürchte ich, bald ein Teil der Menschheit verhungert. Energiebereich. Wir wehren uns gegen Nuklearstrom. Ich frage mich, wie China und Indien ohne Nuklearstrom auskommen sollen. Sie können natürlich Kohle verbrennen, dann schreien wir wieder CO2-Gehalt in der Luft. Es ist alles außerordentlich schwierig, diese Verteilungsfrage, die hinter Ihrer Frage steht, die in der Tat kommt auf uns zu. Wenn Sie sehen, was China gemacht hat und macht, das sehr zielgerichtet, weltweit sein Netz ausbaut, um Rohstoffversorgung sicherzustellen. Indien zieht jetzt nach. Und also da muss ich die Menschheit den Kopf zerbrechen, muss ich die Wissenschaft den Kopf zerbrechen. Und es ist gefährlich, wenn man Türen zumacht, die vielleicht nachher doch unausweislich wieder geöffnet werden müssen. Aber Sie haben recht. Und die Frage münzt sich wirklich gegen uns. Ich glaube, in 30, 40 Jahren, ich bin dann schon lange tot, unsere Kinder, das Niveau, das wir haben, in die USA auch, der Energieverbrauch, der Rohstoffverbrauch, der Umweltverbrauch, den wir auch haben,
das wird weltweit schwierig. Und das steckt natürlich auch ein bisschen hinter der Verschuldungskrise, die Sie haben. Ja, wollen wir weiter? Ich glaube, die Technik hält noch. Ich glaube so gut, dass wir da irgendwo waren. Ja. Hatten wir schon. Ich glaube, so ein bisschen. Ja, der muss erstmal laden. Ja. Also das ist der Jain-Tempel von Ranakpur, ebenfalls mit einer unglaublich schönen, eindrucksvollen, in rosa Marmor gehaltenen Figuren. Insgesamt 29 Hallen mit 1444 solcher Marmorsäulen. Und hier sehen Sie mal eine dieser wunderschönen Skulpturen, feinste Steinmetzarbeit aus härtestem Marmor. Hier der erste Furtbereiter Adinath auf dem Elefanten und ein fleißiger Tempelbeter, sage ich mal, der sich da in Szene gesetzt hat. Weiter geht es an Feldern vorbei, die teilweise in Handarbeit bearbeitet werden. Dann fuhren wir nach Amberg ein oder in die Nähe von Amberg. Hier sehen Sie wieder die kleinen Geschäfte. Hier auch. Und für mich war das Bild deswegen so typisch, weil die Dame im Vordergrund auch ihr Handy als Ohr hält. Auch das gehört dazu. Hier hat dieser junge Mann seine ganze Habe auf dem Wagen und auch diese Bilder, wo eben die Armut so groß ist, dass er sich nur eine Krücke leisten konnte. Dieses Bild muss einfach rein. Das gehört zu Indien dazu. Genauso wie dieses, das praktisch nur wenige Kilometer davon entfernt ist. Oder auch dann dieses nächste Bild, das wiederum die Armut zeigt vor den Toren der Städte und in der Einfahrt der Städte selber. Auch das gehört dazu, er hat überlebt, wir haben alle diese Situation gut überstanden. Wir kamen dann nach Amberg, der Blick auf das sehr schöne, den sehr schönen See vom Fort aus. Hier sehen Sie den Wasserpalast im See, aber die hauptgroße Attraktion ist eben, es war schon erwähnt worden, das Fort von Amberg, der Mogulgarten, der ja auch immer wieder die Andeutung an das indische Paradies haben soll, auf Erden schon, und zu dem dann die Elefanten hinaufführen und man sich dann schließlich im Innenhof wiederfindet mit Elefanten vor dem großen Eingangstor. Und dieses Bild habe ich deswegen reingetan, so ungefähr muss man sich vorstellen, wenn die Frauen hinter ihren geschlossenen Läden saßen, das haben sie dann dadurch gerade noch mit Mühsam gesehen. Die große Audienzhalle aus Sandstein und gelblichem Marmor führt dann zum Innenhof, dem Haupteingang zu den Gemächern Chak Mandir etwa. Hier haben wir es unglaublich schön mit geradezu einer überwältigenden Einlegerarbeit. Oder dann das nächste, Chak Nivas, die Halle der Zufriedenheit heißt das. Dahinter wiederum mit dem an Paradies erinnerten Wasserbecken mit den vier Kanälen. Wiederum ein wunderschöner Pfauenhof, der uns auf die Bedeutung aufmerksam macht, ehe wir dann in die Innenstadt gegangen sind. Das große Tor, das gerade man Platz ließ für sehr verschiedene, die dann durch die Straßen gehen. Wir sind dann zu dem Stadtpalast gegangen. Ich sagte schon, hier die Mogul-Architektur hat sehr viel mehr Rundungen als die Mewar-Palast-Architektur. Im Inneren haben wir uns dann den Thronsaal angeguckt und sind dann in die gewaltige, schöne Audienzhalle gegangen. In der Audienzhalle stehen zwei solche Silbergefäße. Die haben folgende Bewandtnis, sie fassen 9000 Liter Gangeswasser, denn der damalige Schah kam 1902 nach London und wollte doch unmöglich Wasser aus der Themse trinken, dann hat er eben Gangeswasser mitgenommen. Zwei solcher Vasen an 9000 Liter. Dann haben wir wiederum einen Pfauenhof, der an die vier Jahreszeiten erinnert. Faszinierend, das Observatorium, das schon Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, nicht nur Interesse an der Zeit, exakten Zeitmessung, nur wenige Sekunden ist diese Uhr, geht die Uhr falsch, aber eben auch Verbindung zwischen Astronomie und Astrologie. Immer der Wunsch, in die Zukunft zu sehen und sehr viel auch an Vorhersagen oder auch hier wieder Bestimmungen über 360 Grad Horizont, Meridiane, die etwas über das eigene
Leben Zukunft sagen soll. Das ist eines der bekanntesten Gebäude Indiens überhaupt, aber von der Rückseite. Sie werden gleich das Vorderseite sehen. Es ist das Luftschloss, der Palast der Winde. Und für die Frauen hat er das bauen lassen. Unten sehen Sie die Yagi-Gitter. Und hier der schöne Blick auf die Stadt Jaipur. Und dann natürlich muss es sein, das ist auch in allen Reiseführern, das gehört dazu. Die Vorderfront, 5 Stöcke, 953 Fenster und Nischen, steht zum Reiseführer. Und die berühmten Yalis, das ist also die Vorbauten oder die Fächer, hinter denen die Frauen saßen, weil sie ja nicht reingucken durften. Es geht weiter und diese Verkehrsszenen haben uns die ganze Zeit begleitet. Leider eben auch diese Zelte, die in den Städten sind. Die Frauen, die versuchen, noch den Müll, der schon abgeladen ist, nochmal zu durchforsten. Oder auch diese Szenen, wo man mit Hab und Gut dann die Straße entlang geht. Ein paar Delopen haben wir gesehen, ein kleines Dorf am Rande. Ich bin reingegangen, hier an der Töpferscheibe, der nette alte Herr, der da töpferte. Oder die Dame, die jetzt das Getreide mit den Füßen austritt, weil nichts anderes vorhanden war. Die dann die Körbe getragen hat, oder hier wiederum die vielen, die auf Reise waren mit ihren Körben, mit ihren Tragetüten. Dann haben wir hier einen wunderschönen Stufenbrunnen gesehen, sehr, sehr eindrucksvoll. Dieses ist dann eine eher moderne Anlage. Ehe man nach Fatehpur Sikri geht, trinkt man etwas gegen die unglaubliche Hitze, so ähnlich wie in diesem Raum jetzt, und kommt dann auf Fatehpur, gebaut von Akbar, war für 15 Jahre die Hauptstadt Rajasthans, sehr eindrucksvoll eben aus diesem roten Sandstein, die ganze Anlage. Hier sehen Sie das Wasserbecken oder hier auch wiederum wunderschöne Steinmetzarbeiten. In nur wenigen Jahren, insgesamt 2 Jahre, das meiste erbaut und dann nur 13 Jahre später wurde dieses Ganze schon wieder verlassen und er zog sich dann nach Agra zurück. Hier sehen Sie unglaublich schön die monolithische Säule im Inneren oder hier die herrlichen Arabeskenarbeiten im Haus der Sultane. Das habe ich bewusst reingemacht, sozusagen als ein erster Bauspiel, eher zum Höhepunkt kommen, Ende, also Mitte 1571 bis etwa 1573. Hier nochmal die berühmte Freitagsmoschee, wohl eine der größten Eingänge, die es zu einer Moschee gibt, insgesamt 54 Meter hoch und oben sehen Sie die berühmten Chhatris, ein typisch indisches Merkmal. Gegenüber ein alter Hamas, dann fuhren wir an einigen fröhlichen jungen Frauen vorbei, die Ziegenhüten sahen, die Wasserbüffel am Teich. Trafen natürlich nicht nur junge Frauen und ältere Frauen und Kinder, sondern auch junge Männer, die uns in der Regel aber freundlich anguckten, manchmal etwas skeptisch. Jetzt kommt der zweite Bauelement, nämlich das Mausoleum von Akbar in Sikandra. Hier haben wir hauptsächlich uns den Vorbau angeguckt, die von Ihnen Taj Mahal im Hinterkopf haben. Die 4 Eckminarette sind eben ganz wichtig und ebenso wichtig, die unglaublich schöne Einlegearbeit, die Sie hier schon sehen, die hier zum Beispiel fast vollendet. Einlegearbeit in Marmor, ganz filigrane Elemente. Die sind jetzt 50 Jahre später, nach Fatehpur Sikri, haben wir jetzt die zweite Phase erreicht. Und auch das gehört dazu. Wir fuhren nach Agra rein. So etwa muss man sich leider das vorstellen. Und dann auch das nächste Bild, das jetzt kommt. Kinder, die eben noch im Müll wühlen und dabei aber auch Konkurrenz erhalten, nämlich Konkurrenz der Kühe, die dann auch nochmal den Müll durchforsten, ob sie etwas Essbares finden. Hier nochmal eine kleine Straßenzehe, die Kühe waren in aller Ruhe und hier sehen Sie mal fotografiert in ein Haus hinein oder auch dieses, das eben auch das Thema Armut eigentlich nur mit großen Ausrufezeichen schreibt. Das ist moderne Bautechnik, jedenfalls eingerüstet schon und man ist dabei, das zu verkleiden. Wir aber gehen in den dritten Teil der Entwicklung in der Architektur, das Grabmal des Intimanten Daula am Ufer des Yamuna, gebaut von der Gemahlin Shahjahans für ihre Eltern. Hier ist der Sandsteinvorbau mit seinen unglaublichen Marmorarbeiten, aber dahinter dann.
in unglaublichem, schönen, strahlenden, weißen Marmor das Mausoleum des Itimat Dudaula mit den vier Eckpfeilern und hier schon mit den Kuppeln, die Sie auch beim Taj Mahal wiederfinden werden, mit den Chhatris, also ein Vorläufer des Taj Mahal, auch genannt Baby Mahal, Baby Taj Mahal, der Eingang. Und hier können Sie auch nochmal sehen, diese wundervolle Einlegearbeit innen drin, die beiden Kenotaphe der Eltern. Und dieses ist nun anders als viele anderen, die wir gesehen haben, ausgemalt in wunderschöner, strahlenden Farben. Sehr viele Vasenornamente. Auch hier nochmal an den Wänden und an der Decke. Am Abend vorher fuhren wir am Yamuna entlang. Ich wollte eigentlich doch mal zurück machen, nee, lieber nicht. Nein. Soll ich es wagen? Weiter. Zurück. Ja. Nein, das war. Also, die Ruhe. Da. Warum das Bild? Unglaublich eindrücklich, wenn man zum ersten Mal da ist, nie sowas gesehen hat. Man geht am Ufer des Yamuna lang, zwar abends, und hat dann dieses gewaltig eindrucksvolle Gebäude, das man noch nicht aus der Nähe kennt. Es ist ein einmaliger Eindruck. So, jetzt der Haupteingang. Sie sehen hier nochmal oben die Türme mit den Chhatris drauf. Sehr, sehr eindrucksvoll. Auch hier wunderschöne Einlegearbeit. Wir hatten das Glück, dass da ein paar grüne Papageien durch die Gegend fliegen. Die fliegen, glaube ich, immer. Und dann geht man durch den Torbau und sieht dann aus dem Torbau hinaus vor sich fast schwebend das Taj Mahal. Und da haben wir es. In seiner unglaublichen Schönheit ein makelloses Gebäude, das eigentlich nur verzücken und entzücken kann. Wir hatten das Glück, dass da nicht so viele Leute waren, oder ich habe sie entfernt. Und hier auch nochmal die Widerspiegelung des Hauptgebäudes in dem Kanal. Und Sie wissen ja die Bedeutung des Wassers und der Kanäle als paradiesische Vorboten. Die Kuppel, die über dem Ganzen schwebt, die erinnert an eine Perle, als Weisheit von Allahs über dem ringförmigen Tambur und darunter dann die Kalligraphien als Stilelemente, weil man ja keine Abbildung schaffen durfte, der unglaublich schöne Eingang, alles aus weißem Marmor und die unglaublich schönen Einlegearbeiten, Pietro Dura genannt, aus buntem Marmor, früher aus Edelstein oder Halbedelstein, alles natürlich ausgeschnitten und wir befinden uns jetzt in dem Zeitraum als letztes so etwa 1631 bis 1653, eine Liebeserklärung an die verstorbene Gattin, die achte, aber es war die Lieblingsfrau vom Schah erbaut. Und nur damit Sie sehen, wie mühsam es ist, wir haben heute waren in einer Werkstatt, wo noch die Tradition des Schleifens dieser Technik gezeigt wird, sehen, mit welchen einfachen Instrumenten man dort diese Steine geschliffen hat. Der Blick nochmal von der Plattform auf den Haupteingang und dann wenige Meter davon entfernt die Verbrennungsanlage der Hindus am Ufer des Yamuna. Und wir waren dann abends dort in der Abendstimmung und haben nochmal von der anderen Seite jetzt dieses unglaublich schöne Gebäude gesehen mit den Nebenmoscheen. Und da ist der Blick gleich nach nebenan ins Rote Vor. Und warum ist das so interessant? Weil im Roten Vor nehme ich den Blick wieder aufs Taj Mahal. Und dann sage ich, was ist denn das? Ja, der Erbauer des Taj Mahal, Shah Jahan, wurde von seinem Sohn eben genau in diesem Roten Vor gefangen gehalten, die letzten 8 Jahre seines Lebens. Und das Einzige, was ihm blieb von dieser ganzen Pracht, war dieser Blick. Und der Blick eben auf das Grabmal seiner Frau. Und mit diesem schönen Blick ist er dann wahrscheinlich auch gestorben. Aber wir gucken uns erstmal das Rote Vor an, rot von denen der schönen Steine. Und innen drin dann von dem Nachfolger Shah Jahan, Akbar hatte das Rote gebaut, Shah Jahan diese wundervollen Marmorgebäude, die eigentlich auch wiederum nur begeistern können. Hier sehen Sie zum Beispiel die Privatgemächer, dort plätscherte das Wasser. Oder Sie sehen dann auch diese unglaublich schöne Decke aus Marmor in den Privatgemächern des Shah. Dann haben wir hier die große öffentliche Audienzhalle, die bei allen Forts natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat, meist auch mit Säulen. Und dann war auf einer bestimmten erhöhten Stelle, stand dann der Herrscher und hat sie erwartet. Hier sozusagen mal aus der Halle heraus nach außen. Sie sehen noch die roten Anlagen des Vorläufers Akbar.
Wir kommen so langsam dem Ende zu, auch wiederum einen kleinen Betrieb. Wir sparen von sanitären Anlagen. Hier haben Sie mal eine. Wir haben dann beschlossen, lieber auf der Fahrt zwischendurch ins Grüne zu gehen. Aber auch das gehört dazu. Der Weg nach Delhi, wiederum interessant. Dann kamen wir an eine heilige Pilger- und Wallfahrtsstätte. War sehr eindrucksvoll. Sie sehen, das Wasser wird für alle Zwecke gebraucht. Man kann es trinken, man kann tauchen, man kann sich taufen lassen. Und das Wasser hat dann eine, sieht etwa so aus. Wir haben dann, wir waren sehr beeindruckt, wir sind mit dem Boot da durchgefahren, haben es aber nicht genossen. Hier sehen Sie, wie der kurz vorm Eintauchen ist. Er hat sich etwas eingeseift und springt jetzt gleich ins Wasser. Und dieser Herr macht eine kleine Siesta auch am Rande. Die Damen, die Sie jetzt auf dem Bild sehen, waren voller Freude und haben gerade das Bad genossen. Das kleine Mädchen guckt wohl sehr interessiert zu. Diese beiden jungen Damen, sie trägt zwar einen Schleier, aber das ist dann schon Mode und nicht bestimmten Riten zuzuordnen. Der letzte oder einer der letzten Tage überraschte uns mit einem kleinen Sturm. Auch das gehört dazu. Und so sieht es dann aus. Nicht gerade sehr einladend. Auch für Autofahrer wird es zu einem Problem, wenn die Straßen dann so aussehen und man praktisch nichts mehr erblicken kann. Am Straßenrand sitzen diese, die gerade die Straße gefegt haben. Das ist kein Feuer, das sie gemacht haben, das ist noch der Staub vom Straßenfegen. Da sehen Sie mal die Last und Mühsal des Alltags, das uns wieder in Delhi erwartete. Dieser alte Mann, der da seinen Karren vor sich dahin trägt. Und damit wir ähnlich wie beim Botschafter Richter das gar nicht zu traurig ausklingt, habe ich noch mal zwei nette Bilder eingefügt. Diesen alten Herrn, der vor ihm einen vorsaß und mit seiner Musik erfreute. Und als letztes diesen hier, der zeigt, auch so lässt sich's in Rajasthan leben. Das war's. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Richter, lieber Dr. Zöllner, für die Eindrücke. Ich glaube, der Raum hat tatsächlich indische Temperaturen erreicht, deswegen will ich Sie nicht auf die Folter spannen und Sie dann entlassen in den Abend. Vielen Dank, sehen Sie uns wieder.